Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Norgeholm. Ihr alten Nörgler. Nörgler, würde ich sagen. Ihr alten Nörgler. Herzlich willkommen, ihr alten Nörgler. Oh, mit Physi und Randy. Hallo. Haut schon hin, haut schon hin. Hallo. Ja, und Physi hat was verloren. Was ist es denn dir wert? Also den Ladewagen wieder zu bekommen. Ich setze mir das Ding jetzt einfach zurück. Doch einfach auf I, du Klappst. Ja, auf I. Und da wird der hier... Ach, da wird er angezeigt. Nee, der fährt jetzt rum. Oh, it's magic. It's magic, scheinbar. Du Bob. Alter, ich bin am Hof. Easy. Eine ohne übermächtige... Also ohne Scheiß, ich bin am Hof. Ja, und gerade war der Ladewagen bei Manus am Feld und jetzt gucke ich, jetzt steht der am Hof. Rizzi, steig mal bitte in meinen steig mal meinen Traktor ein. Wo ist denn der hier? Du bist komplett behindert, nee, tut mir leid. Den hast du jetzt da hinten abgestellt. Ich finde den schon, mach dir mal keine Sorgen. Er ist am Hof, jetzt ist er da hinten. Wo ist denn jetzt hier hinten? Ja. Ich versteh's nicht. Der Junge macht mich fertig. So, kann man gleich noch Ding. La 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 la. Und hast du? Ja, ich weiß, wo der ist. Randy ist ein Bob. Mach eine Wette, ich weiß, wo er steht. Ja, ich hab ihn schon. Dann da am Händler? Nee. Nee. Ich hab gedacht, er hat ihn zurückgesetzt nach dreisterweise. Ja, das wär's ja. Er hat hier beim Brunnen hast ihn versteckt. Ach so. Ja, tut mir leid. So, Füsi, kann ich dich gerne weiter ansehen. Ja, quatsch ja mal keine Pfütze auf die Zunge. Ich würde gerne weiter ansehen und es wäre schön, wenn das Stroh hier wegkommt. Hast jetzt lang genug mit deinem Ladewagen rumgemacht hinter der Ecke, oder? Du eigentlich auch so einer, gibt ja Bisexuelle, ne? Ja. Und ob, meinst du jetzt Objektsexualität? Also Bisexualität. Füsi ist ja so oder so bisexuell. Mhm. Oder, Füsi, hast du nicht mal sowas gesagt? Nee. Warst du nicht bisexuell? Nein, Alter, halt die Schnauze, ey. Hast du nicht mal gesagt, du hast mal mit deinem Kumpel probiert? Nee, das warst du. Ah. Der das erzählt hat. Ach, der das erzählt hat. Es gibt aber noch trisexuell. Das sind dann, trisexuell sind die, die machen, ich glaube, das war auch Frisi, oder? Ach, dein Maul, ey. Das war dann so mit Tieren noch. Boah, ne. Komm, ich habe dich letztens mit dem Schaf knutschen sehen. Das war deine Mutter, Mann. Und dann gibt es ja auch noch quadrosexuell. Die Quadrosexuellen, die machen es noch mit Gegenständen. Und ich habe gesehen, wie Frisi gerade an der Anhängekupplung vom Ladewagen rumgemerkt hat. So ein Bob, ey. Oh, wo bleibt denn der scheiß Ladewagen, Alter? Ich halt die Klappe, wo ich gerade am Hof bin, habe ich gedacht, kipp ich ihn direkt aus. Oh, der steht immer noch am Hof, ey. Ich kann nicht mehr. Ist das meine Schuld oder was? Beschwer dich bei Randy. War er voll? Ja, der war voll, fast voll. 80% oder so. Boah, ich sehe aber auch gar nicht ohne Brille, ey. Das ist schlimm. Gar nicht. Ach ja. Aber Freezy, vielleicht kannst du uns ja einfach mal... Anekdote aus dem Leben erzählen. Einfach mal so erzählen, wie es ist. Wie was anders ist? Zu sein. Also wenn man etwas anders ist. Dann könnt ihr zwar doch ein Buch schreiben. Ja. Spricht der Neid. Ach ja. Kommt ihr jetzt mal wieder? Oh, ich bin Mann, gleich ey. Da, jetzt sei mal ruhig. Erzähl mir noch was, Freezy. Was soll ich denn erzählen? Ich weiß nicht. Randy wartet. Manus wartet. Ja, ist das meine Schuld? Ja, weil dein scheiß Ladewagen hier. Habt ihr jetzt genug
Stichproben gemacht. Ach, guck mal, wie siehst du, wie verklebt der hinten ist? Ja, der hat er bestimmt das Gitter hier, hat er. Seinen kleinen Dödel gesteckt. Sein Nahkampfschwengel. Na, 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 na. Sag mal, wo war denn Hupen? Ah. Null. Ey, Quatsch, oh. Null. Ey, null, null, null. Was labert ihr eigentlich? Null. Ach ja. Ich mach das Ganze. Oh, du wurdest doch als Kind auch immer verprügelt, oder? Benni, ja. Warum nur als Kind? Ich hab mich immer aus allen rausgehalten und die anderen sollten die Scheißdreck machen. Ja, du warst ja in der Schule, hast ja World of Warcraft gespielt. Ich war in der Schule, hab da geschlafen und hab dann World of Warcraft gespielt. Hat aber meinen Notenabschnitt auch nicht getan. Oh, ob du es glaubst oder nicht, ich war eigentlich so einer, der hat erst das Wichtige gemacht und dann das Unwichtige. Ja gut, mittlerweile hakt das manchmal, aber das kommt auch wieder zurück. Na, 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 na. Na, da sind wir ja froh. Ja, also, das Problem ist, ich hatte damals nicht so die Möglichkeit oder die vollen Möglichkeiten, das Internet auszuschöpfen wie heute. Und das Internet ist voll. Mit was? Mit jedem möglichen Scheiß. Ja, na, also, wenn das du, wissen du kannst wir, ja. Im Internet nicht, also wie gesagt, also, du kannst dir im Internet nicht alles angucken oder alles machen, was man eigentlich machen könnte, da brauchst du Jahre dafür. Jeden Tag kommt neuer Scheiß. Ja. Ist ja normal. Wie gesagt, auf YouTube wird in einer Stunde so viel Videomaterial hochgeladen, dass du, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre bräuchtest, um das anzuschauen. Mhm. Also von daher, ne? Nur auf das Wichtige konzentrieren. Pranks. Ja. Okay. So, ja. So sieht's aus. Bendy, hast ja bei die 50.000 erreicht. Vielleicht hast du die 50.000 sogar schon, wenn die Folge kommt. Was hast du denn geplant? Hast du was geplant? Also an sich ja, was ist halt nur die Frage. Muss ich nur spielen? Spielst du eine Rolle? Spielst du mit? Bin ich irgendwie, muss ich irgendwas machen? Ich hätte da schon Bock drauf, das Problem ist nur, du bist momentan zeitlich so eingeschränkt. Das ist ja, du musst sagen mal, was. Also das, ja, kann man ja prinzipiell alles. Ja, ja, dass ich jetzt nicht einfach mal so spontan bin, zu dir fahren könnte und dann stehe Thema. Ich vor der Haustüre. Ja, wie gesagt, für Geld ist kein Problem. Also ich sag auch, du bist mein Kumpel für Geld. Kein Thema. Darauf an, wie viel. Sowas irgendwann kostet schon stehst ein bisschen du was. Da ohne alles. Ohne alles heißt ohne, jetzt genau was? Ohne Designer, ohne Manager, ohne, Designer. Ohne Bearbeiter. Alles klar, Karl. Ja. Karl! Man isst keine Hände. Oh, das wusste ich nicht. Lamas mit Hüten müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Kennt ihr das? Ja, ja. Jo. Kennst du auch Füsi? Ja. Ach Mann. Aber vielleicht nochmal so, um das kurz anzuschneiden. Ich habe ja auch gesagt, neben diesen ach so tollen Prank, den es da gab, hat Mimi letzte Woche zwei Videos rausgehauen, wo er halt mal wieder zwei große YouTuber zerfickt hat. Mhm. Mimi ist hier der mit Huiuiuiui. Der damals die Unge-Parodien gemacht hat und dann halt so Mert Mertan und so, die in Apo Red da ein bisschen zerfickt hat mit solchen Beweisvideos, wie das doch alles gefaked ist und wie das so zustande kommt. Und der hat sich jetzt zwei YouTuber vorgenommen, einmal Kuruno und Iaro. Ich habe immer gedacht, Kuruno ist ein Getränk. Ach nee. Ja. Das war, Weiß ich das? Hab Uhr grad. Corona. Corona, ja. Ja. Egal, ne? Ja, also ich gehe mal davon aus, die zwei sagen dir gar nichts. Nö, null. Okay. Kuruno ist so ein Kanal, der macht so viel mit Anime-Gedöns da. Also da übelst krasse Anime-Serien und hier die fünf perversesten Anime-Serien und die fünf krassesten Fehler an Anime, sowas Zeug. Halt. Und Yarrow hieß früher mal Schizophrenic Blog. Und der hat damals so Rap-News gemacht, ne, Deutsch-Rap-News und sowas. Und News, der hat sich dann halt umbenannt zu jetzt Yarrow und macht jetzt halt sowas wie die fünf gefährlichsten Jobs der Welt oder 10 Gründe, warum du diesen Brief nicht lesen sollst oder
Gruselgeschichte, wer dieses Bild aufhängt, wird sterben. Oder 10 Schulabbrecher, die zu Millionären wurden. Solche Videos macht er halt, ne? Und Kuruno und hatte mit einem kleineren YouTuber Beef, weil der kleinere YouTuber für Kuruno Songs gemacht hat, die Kuruno vermarktet hat, in Anführungsstrichen, beziehungsweise er hat halt einfach Songs für den geschrieben und Kuruno hat die dann halt genutzt. So ohne Quellenangabe, wer das gemacht hat und so weiter und so fort, bla bla bla, das war so der eine Punkt. Und dann ging es halt darum, dass er ein Album raushauen wollte und er wollte halt den kleinen YouTuber für das komplette Album 350 Euro bezahlen. Und da hat der Kleine gesagt, du, für den Aufwand und alles ist 350 Euro ein Witz. Brandnotiz nebenbei ist es auch. Und ja. Und somit ging das dann übelst in die Dinge und er ist dann halt öffentlich gegangen und hat das Ganze halt dann angeprangert, auch mit tausende WhatsApp-Verläufen und so weiter und so fort, weil er dann auch sehr arrogant geantwortet hat, der liebe Kuruno. So à la, ach, ich habe eh schon 3 andere Producer gefunden und ja, vielleicht findest du nochmal so jemanden wie ich, der dich ja so pushen könnte und bla 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 bla. Bla. Ja, und so weiter und so fort. Ja, so ging das dann halt. Also sehr überheblich halt geantwortet. Als wir Gott, ja, was willst du eigentlich? Sei doch zufrieden, dass ich mit dir, kleinen YouTuber, was mache. Und so weiter und so fort. Naja, und das ist dann so alles so ein bisschen eskaliert. Und dann hat sich halt Mimi dazu geschaltet und der hat dann halt so Beweisvideos gemacht und das alles mal so ein bisschen aufgedeckt. Einmal gegen Kuruno und einmal gegen diesen Yarrow-Typ. Ja, Kuruno im Endeffekt, ne, das übliche. Reißerisches Intro gemacht, ne, so mit Kommentaren, ey, so ein übelster Bastard, und dann so eine sentimentale Musik, und wo er dann auch so ein auf Herzschmerz gemacht hat, ne, da hat er so die Beine so an den Kopf so rangezogen, hat den Kopf so auf die Knie gelegt und so, ne, dass er halt übelst traurig ist und so weiter, und das alles halt mit so einer wunderschönen sentimentalen Musik, so, na, üblich. Und wie bei Statements-Videos üblich, er hat natürlich nicht allein gesprochen, sondern war zu zweit mit Yarrow. Der dann auch eigentlich zu 80% des Videos gequatscht hat. Da hat er halt die Argumentation, die haben 21 Minuten gebraucht für dieses Statement. 21 Minuten haben die gebraucht, um da irgendwie eine Erklärung abzugeben. Ja, und was war im Endeffekt die Erklärung? Die Erklärung war halt absolut oberflächlicher Scheiß, wo es eigentlich nur darum ging, die Leute zu verarschen. Also was jetzt zu sagen, diesem, ich bin nicht und so... Was jetzt mit diesem Typ, der das Mimi? Video machen sollte? Achso, ja, was da nun weiter da rausgekommen... Die Songs... Die Songs, naja, er macht halt nichts mehr für ihn. Ja, das ist so, das Ende vom Lied Mimi hat sich eigentlich nur diese Argumentation, die in diesem Statement-Video gekommen ist, und hat das halt auseinander zerpflückt und hat das eigentlich, und hat damit aufgedeckt, dass die eigentlich die ganze Zeit nur Scheiße gelabert haben und sich selber widersprochen haben und sich eigentlich selber anlügen, so auf Deutsch übersetzt. Das Geile ist halt, danach hat er sich diesen Yarrow vorgenommen. Und weil er den schon mal irgendwo bearbeitet hatte und da mal die Leute gesagt, ey, lass den in Ruhe, der steckt ja so viel Arbeit in seine Videos und so weiter und so fort. Und da hat er das Ganze halt mal aufgedeckt, wie er so tickt, weil er verarscht gerne Beauty-YouTuber, ne? Als Gott, ha, meine Lieben und so und so weiter und so fort. Obwohl er nicht gerade besser ist, gerade so was mit Instagram-Bildern, mit Filtern alles angeht, weil er sich halt über die lustig macht, die Instagram halt Filter benutzen und sowas und gestellte Videos. Und dann halt so frei nach dem Motto, ja, und hier ein Like, dann macht es sich halt über Like-Battle lustig. Hat Mimi gesagt, ein Kanal auf YouTube, der mehr nach Likes speckelt wie kein anderer und hat dann halt solche Videoausschnitte gebracht, ne? Und wenn ihr nicht von der Hexe getötet werden wollt, dann machen wir einfach mal 10.000 und das nächste Video kommt bei 5.000 Likes. Und ey, ja. Ich habe gehört, bei den heißen Wetter kommen gleich 2 sexy Damen und wedeln euch frische Luft zu, wenn ihr einfach Like da lässt. Also ich habe das nur so gehört, deswegen lasst einfach mal ein Like da. Und hat das halt alles so zusammengeschnitten, wisst ihr? Und also hat er gesagt, ja, wisst ihr, was ich nicht leiden kann? Heuchler und so weiter. Und dann hat er halt aufgedeckt, wie seine Videos entstehen. Und hat er so gesagt, so, und jetzt erkläre ich euch, wie ein Yarrow-Video entsteht. Er guckt sich einfach an, was bei den Amis Klicks macht, übersetzt die Titel ins Deutsche, übernimmt das Thumbnail und ändert die Zahl. Dann hat er halt das Ami-Video, was weiß ich, 10 Schulabbrecher, die zu Millionären wurden, ne, das Englische, 35 Millionen Klicks. Und dann sein Video, 5 Schulabbrecher, die zu Millionären wurden. Und das hat er mit 10 Videos gemacht und exakt das gleiche Top. Ja. Ne, echt? Ja, aber ja, das 1:1. Also abgesehen vom Titel übersetzt und die Zahl geändert. Da 10, 5 oder statt 3 Todesünden eine Todesünde oder so. Ja, aber das sowas könnte ich mir schon denken. Und dann ist er noch ganz geil gegangen. Achso, und wegen den Thumbnails ist das und das seine Lieblingsseite. Da müsst ihr nicht mal Arbeit reinstecken. Ihr könnt einfach die Bilder so als Thumbnail übernehmen. Hat er das Thumbnail gezeigt und das Bild auf der Seite, wo es das kostenlos gibt.
Aber ihr könnt auch mal Arbeit reinstecken. Hier zum Beispiel hat er einen Pfeil und einen Kreis gemacht. Hä, wo zeigt denn der Pfeil hin? Näher, näher. Ne, immer weiter ins Bild reingezoomt, noch näher. Dann hat er seine Fresse dahin gemacht. Ach so. Das ist natürlich geil. Ja, und zerfickt, Alter. Das Geile ist, Kurunu hat dann erstmal einen Tweet rausgehauen. Yo, meine Bruis, ich bin die nächsten Tage erstmal im Urlaub. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt auch erstmal in Urlaub. Denn genau. Die erste Woche Norgerholm ist geschafft. Hat es euch gefallen? Ihr schreibt es uns mal in die Kommentare. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, dann müsst ihr erstmal jetzt hier die 500 Likes da. Sagen wir mal so. Das war natürlich ein Scherz. Also, komm. Wenn wir 100 Likes schaffen, kommt die nächste Folge. Bei allen drei. Die nächste Folge kommt so oder so schon allein, weil wir allen auf den Sack gehen wollen. So einfach ist das. Ja, und weil Randy stinkt. So, aber jetzt sind wir erstmal raus. Lasst es uns da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber nur zwischen den Beinen. Sonntag euch noch. Und da habe ich noch hier den Drift gemacht. Ja, das ist der Wichse drin. Und morgen. Von uns zwei. Halt jetzt mal die Schnauze, die hässlichen Spasti ist. Tschüss. Tschüss.